Servus Leute, willkommen zurück zum FM 1560 mit euren Grauern, den Eisernen Unionern aus Berlin. Freunde, was geht ab? Hot ist das Wetter, das ist einfach heiß, Jungs, ey. Das ist so krass. Boah, wir schwitzen gemeinsam in diesem Part hinein, würde ich sagen. Schauen uns die letzten Nachrichten nochmal an. Mitarbeiter nehmen das Angebot an. Jungs, das ist einfach der Hammer. Boah, dieses Wetter. So, ich habe mal so eine Idee gehabt, ja? Also, wir sind in der ersten Mannschaft hier. Köhler hat ja sein Ende hier, ne, bei uns. Also sein Abschiedsspiel gleich. Der kriegt ja einen Posten am Ende der Karriere. Ich denke mal, die meisten Spieler, die werden immer Co-Trainer. Das ist bei mir meistens immer so. Deswegen habe ich Angst, sag ich mal, dass ich meine beiden verliere. Deshalb könnten wir das vielleicht so machen, dass wir vielleicht die Position ändern, zum Beispiel beim Niklas. Mal gucken, was er noch kann. Der ist noch ein guter Amateur- und Fitnesstrainer. Ich würde einfach sagen, wir kicken den Amateurtrainer raus. Ist mir scheißegal. Komm. Warte mal. Oder was kann er noch? Moment, Moment. Fitnesstrainer. Den schmeiße ich nie raus. Komm, Amateurtrainer. Wir haben das Geld. Tschüss. Und machen den Niklas zum Amateurtrainer. So. Moment. Noch nicht. Jetzt gucken wir mal, was der Dennis noch kann. Der ist noch Psychologe, ein Torwarttrainer und Jugendtrainer. So, das heißt, im Moment gucke ich mir noch Arifanent an. Der macht auch den Psychologen. Wir geben Arifanent so lange die Position als Psychologe. Das kann man ja später wieder ändern, denke ich mal, ne, oder? Ja. So. Das heißt, warte mal, wir gucken nochmal. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gerade gemacht. Dann würde ich einen Dennis so lange den Jugendtrainer machen lassen. Position ändern. Jugendtrainer. Ich habe Angst, dass die Jungs da rausfliegen als Co-Trainer irgendwie. Ich meine, ich kenne das aus privaten Spielständen, wo ich mir auch meine eigenen Mitarbeiter mache, dass die meistens immer Co-Trainer werden, die Spieler, die aufhören. Bei Benny Köhler steht es leider nicht dran. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Deswegen lassen wir das mal so, die beiden eben. Ich weiß nicht. Wir schauen einfach mal. Ich denke mal, heute werden wir auch die Saison soweit beenden. So wie es halt ist. Edgar Jeh werden wir verkaufen. Es wurde ja auch gesagt, die meisten sagen, verkauf den Jungen, der hat sich nicht durchgesetzt. Dann wird das getan. Mal, ob wir da noch so 1,2 Millionen rauskriegen für ihn. Jawohl. So, und dann habt ihr ja gesagt, die Jungs, die zurückkommen, da sollen wir nochmal schauen, was wir daraus machen. Ja, ich muss jede Menge Leute verleihen, ne? Manche soll ich verkaufen. Bitiki wurde ganz oft genannt, dass ich den nochmal verleihen soll. Ein Fecker wurde gesagt, verkaufen. Ja, Jungs. Ich warte nochmal bis zum Saisonstart damit auf jeden Fall. Wo wir uns dann festlegen werden. So, dann soll ich mir noch Spieler angucken. So, und eines ist Marcel Heller. Da ist er. Eine 68 hat er mit 32. Ist auch bei Darmstadt geblieben. Und der andere war gewesen Leo Montalvo, auch von Darmstadt, 21 Jahre alt, hat gar kein Bild bei mir. Na, den könnte man mal scouten. Und wir gucken uns den mal an, wir wissen ja nicht, was der kann. So, und dann sollte ich mir noch ein paar Torhüter einfach mal anschauen, weil es ja sein kann, dass wir vielleicht auch mal einen neuen Keeper brauchen. Wow, Kepa ist ja richtig krass. Wow. Das wäre ein Tor für die Zukunft, weil irgendwann muss Amsif abdanken und die Jungs, die wir da haben, die sind nicht so weit. So wie Königsmann und Kroll. Dann habe ich noch Paul. Paul Nardi. Oder Paul. Paul Nardi. Aha, 24 Jahre alt. Den müssen wir auch mal scouten. 1,7 Millionen. Und der letzte ist Yannick Hut. Yannick Gut.
Na, mach doch keinen Dreck hier. Gut. So. Da ist er, von Mainz. 65, müssen wir auch mal scouten, ganz einfach mal. So, kriegen wir hin. So, ja, das war's dann erstmal mit euren Sachen hier wieder. Dankeschön auch für die zahlreichen Kommentare wieder. Ihr macht das echt klasse. Gucken wir mal. So, die Nachrichten haben wir soweit. Ja, dann geht's zum Thema Benny Köhler. Goodbye, mein Freund. Es war schön mit dir. Anfang der Saison warst du ja, also von der ersten warst du ja noch verletzt. Also, soweit ich da war, hast du insgesamt, naja, nicht so viele Spiele gemacht für uns, ne? Aber wenn du drin warst im Spiel, warst du immer klasse. Also, ich muss echt sagen, ist es traurig, dass... Aber man weiß ja, wie dein Karrierelauf war. Du warst auch schwer krank und so, aber... Das hat jetzt nicht direkt mit dem Spiel zu tun, aber... Ihr wisst ja, Benny Köhler ist eine Legende. Frankfurt, Union, ist er dann auch hingewechselt. Haben an ihn festgehalten, haben ihn behalten und wir auch. Deswegen, Benny, alles Gute. Und wir werden so ins Spiel gehen. Gegen Eintracht Frankfurt. Sollen wir da wirklich im Textmodus reingehen? Wir gehen im Textmodus rein. Das können wir ruhig mal machen. So. Dann machen wir die Einstellung. Und nach vorne, Freunde. Freundschaftsspiel, sage ich einfach mal. Abschiedsspiel. Es ist das Abschiedsspiel von Benjamin Köhler bei uns. Er verlässt den Verein. Er wird leider seine Karriere beenden. Und Ibišević mit der ersten Chance. Ein toller Fußballer einfach. Ein Idol für die Jungstars von heute. Die Santo aus 19 Meter jetzt. Und das ist ein Tor. 1-0 Frankfurt. Ein Idol für die jungen Fußballer von heute. Wenn er bei uns wahrscheinlich in den Trainerstab wechselt. Man weiß es nicht. Wie gesagt, Jungs, wir werden sehen, ob er Co-Trainer wird. Wenn nicht, haben wir Pech und er wird vielleicht Jugendtrainer oder halt Fitnesstrainer oder was das, oder Amateur. Und dann leider müssen wir uns von Dennis und Niklas trennen. Das wäre auch schade, oder? Aber was, man muss immer auch ein bisschen auf Risiko gehen. Das ist meine Devise, das wisst ihr, das ist mein Stil. Man muss auch mal was riskieren, ne? Jetzt die nächste Chance für uns. Schnellbacher, Bedien Kreilach, der versucht auf 26 Metern ins Eck zu schlänzen. Aber Lindner ist auf der Hut und klärt zur Ecke. Jetzt Tsunali. Jawohl, okay. Ist ja wohl jetzt in dem Sinne nicht gewollt, aber naja. Das war gerade ein Soundbug, wie ich gehört habe. Nächste Chance, Frankfurt, Flanke von links. Werner Thierer setzt sich durch, aber köpft aus 7 Metern über die Latte. Schade. Schade, schade, schade für Frankfurt. Wir sind ja neutral heute. Ein bisschen aber nur. Ganz wenig. So, da ist der Halbzeitpfiff. Das heißt für uns, wir werden auf jeden Fall das so machen. Wir werden Benny Köhler in den Sturm packen. Jetzt in dieser Halbzeit. Und nehmen den Ibišević raus. Und bringen dafür Stieber. Und werden dann kurz vor Schluss einen Waldschmidt bringen. So ab der 70. oder so. Oder 80. mal sehen. Und Benjamin Köhler das letzte Mal motivieren. Und dann gehen wir auch rein. Benjamin Köhler jetzt im Sturm für uns. Sollte ein Stieber für Ibišević rein. Alle Spieler aufwärmen und Frankfurt ist am Ball. Guardado zieht von rechts in die Mitte, setzt Di Santo, der knappe Abseits, perfekt in Szene und er macht das Tor. Er macht ihn rein, 2-0 für Frankfurt. Jetzt vielleicht Meunier. Ah, das ist ein Bug. Gibt sowieso keinen Elfmeter. Kannst du nichts machen, da kannst du nichts tun. Es nähert sich langsam dem Ende. Die Karriere von Benatira. Die ist gleich vorbei von Benjamin Köhler. Naja, so ist das. Ich habe damals auch... Also was heißt damals? Ist die nächste Chance erstmal. Pass quer auf Di Santo. 3-0.
Abschiedsspiel von Raúl geschaut. Auf Schalke. Dann damals vor Jahren mal ein Abschiedsspiel von Jürgen Kohler gesehen in Dortmund. Das war auch astrein damals. Ja. So ist das halt. Jetzt erstmal die letzten Minuten noch genießen. Die nächste Chance für uns. Flank von links, Stieber. Schnellbacher taucht vor Lindner auf. Doch der Berliner scheitert per Kopf. Schade. So, jetzt bereiten wir schon mal den Wechsel vor, würde ich sagen, oder? Warte mal, warten wir noch. So, jetzt bereiten wir den Wechsel vor. Standing Ovations für Benjamin Köhler, der jetzt den Platz verlassen wird, Freunde. Danke für den tollen Fußball, Benny, den du uns gezeigt hast. Viel Glück bei uns im Team weiterhin, aber in einer anderen Funktion. Das heißt, wir können jetzt noch mal ein bisschen wechseln hier. Mal noch ein Zoo rein. Einfach mal so, weil wir das können. Ja, vor so einem Abschiedsspiel, das ist... Natürlich trifft mich das auch so ein bisschen, weil ich habe den Jungen sozusagen trainiert. Und ihr wisst, dass ich immer so bin, dass mir das immer ein bisschen, was soll ich das sagen, emotional schon mitreißt. Weil die Spieler, das ist halt dein Team und du bist halt Trainer, ne? Naja. So ist es halt. Das wird nicht das letzte Abschiedsspiel sein, das kann ich versprechen. So, dann ist das Spiel jetzt auch gleich vorbei, würde ich sagen. Noch eine Chance für uns wahrscheinlich. Eine gute, hohe Flanke durch Meunier. So steigt hoch und trifft ins Tor. Ey, da muss erstmal... Nee, warte mal. Ja, ist kein Tor. Foul. Foul vom So. Unglaublich. Und das Spiel ist vorbei. Das Abschiedsspiel von Benny Köhler. Er verlässt den Platz zwar mit einer 4,5, aber in Wirklichkeit kriegt er die Note 1. Insgesamt 360 Spiele gemacht, 55 Tore erzielt. Eine super Karriere hingelegt bei Frankfurt. Also wenn man den immer spielen gesehen hat, das war immer göttlich. Super. Einfach klasse. So. Ja. 1,2 Millionen bietet Tarek Grozny. Tschüss. Und hier sind's bei Sheffield 1 Million Forderungen stellen. So, Velvedi ist noch angeschlagen. Je ist angenommen. Schadensbericht, Verletzung, noch ein Tag, Elvedi. Edgar Je wird wahrscheinlich zu Grozny wechseln, wenn nicht noch was anderes dazwischen kommt. Und Johannes Geis ist mal wieder bei Schalke 04. So, Shanghai Greenland Shenhua, unser Lieblings-Abkauf-Mannschaftsteam, sag ich mal. Ja, okay, von mir aus. Solange ihr uns mit Geld füttert, ist das gut. Das Spiel gegen Belgien steht an noch, von Kolumbien. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch noch mitnehmen. Oder? Sollen wir das rauslassen? Dann können wir noch ein bisschen schnüffeln. Dann würde ich das im nächsten Part bringen. Ist, glaube ich, besser. So, dann gucken wir nochmal hier bei der Transferliste. Da wird anscheinend nichts sein. Okay. Ich werde jetzt auch nur noch hier einstellen ab 70. So, ab 70. So, Spielersuche. Wer ist denn das hier so? Chris Anderson. Jean-Pascal Bouillon. Ray Whitehouse. Alter, das sind Spieler, ne? Unfassbar. Gucken wir mal hier, ob mal wieder was drauf ist hier für uns, was realistisch ist. Nur Rubinho. Okay. Machen wir das mal so. Weil irgendwann kommen ja auch mal bessere Spieler. Thomas Murk. Andy Delors. Ja, Jungs. Wie gesagt. Mause. Wollte ich eigentlich hochziehen. Aber ich weiß es nicht. Lasst uns den 1. Juli erstmal kommen lassen. Dann können wir entscheiden, was wir noch so machen. So, Edgar Jes akzeptiert. Können wir nochmal mit den Spielern sprechen, so ein bisschen. So. Okay, Kreilach. Nee. Stieber, Königsmann. Stieber und Königsmann. Also Königsmann können wir sagen, gut gespielt. Sandro Großer auch. Na, irgendwie will die Maus gerade nicht. Cipriani auch. So, Amsif. Amsif natürlich treibt die Moral wieder nach unten.
Warum auch immer, wahrscheinlich weil wir zu oft mit ihm gesprochen haben. Bricklauer. So, wen haben wir denn da noch? Gibril. Elvedi ist noch verletzt. Er ist bei der WM. So. Ja gut, Freunde, da würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part gleich wieder. Dann steht das Spiel an. Moment. So. Gegen Belgien. Dann werden wir sehen. Naja, wir sehen es ja schon. Ja. Werden wir sehen, was daraus wird. Ich denke mal, die Runde haben wir geschafft. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.